Die Ausstellung Credo zeigt, wie sich das Christentum in Europa ausgebreitet hat. Schirmherr ist Bundespräsident Joachim Gauck. Ende Juli eröffnete er die Ausstellung in Paderborn. Ich bin gern hier, Hallo! Auch Bundestagspräsident Norbert Lammert und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Hubert Zollitsch, waren bei der feierlichen Eröffnung im Dom dabei. Wie auch Erzbischof Hans-Josef Becker. In der Eröffnungsrede thematisierte Gauck die Christianisierung Europas im Mittelalter. Credo, der Titel dieser Ausstellung, das ist das christliche Glaubensbekenntnis. Auf welche Weise die Menschen im Mittelalter ihren Glauben gelebt, welche Mühen sie auf sich genommen und welche Genugtuung, ja welches Glück sie daraus gezogen haben, das zeigt die Ausstellung, die wir heute eröffnen. Sie zeigt auch, wie sehr die Christianisierung Europas Europa geprägt hat und neben anderem ja auch bis heute prägt. Ich denke an gemeinsame Werte wie die Solidarität mit dem Nächsten oder die Achtung vor der Schöpfung. Wie das tausendjährige Mittelalter begann, wie Europa christlich geprägt wurde, das ist auch eine Geschichte von Überzeugung und von Gewalt, von Macht und von Demut, von Krieg und von Kultur, von Gottverlassenheit und Gottvertrauen, von bisweilen ungläubiger Skepsis und von unbeirrbarer Glaubenssicherheit. All das gehört zu unserem Erbe. Wenn wir uns nämlich mit dem europäischen, dem christlichen Mittelalter beschäftigen, erfahren wir sehr viel über uns selbst, über unsere Herkunft, über unsere Wurzeln, über Prägungen und Formungen, die bis heute wirkmächtig sind. Unsere Art zu lehren und zu lernen ist einst von den Klosterschulen der Benediktiner und von den Kathedralschulen und frühen Universitäten eingeführt worden. Unsere Art und Weise, über das Verhältnis von Religion und Gesellschaft, von Kirche und Staat nachzudenken, ist von Canossa tief geprägt. Den persönlichen Glauben verstehen wir seit der spätmittelalterlichen Devotio Moderna und seit Martin Luther als Gewissensentscheidung und als Sache des Einzelnen vor seinem Gott. Die Ausstellung Credo zieht sich über drei Paderborner Museen. Unter den Exponaten sind archäologische Neufunde. Auch Schirmherr Gauck warf einen Blick in die Ausstellung. Der Direktor des Diözesanmuseums Paderborn, Christoph Stiegmann, führte unter anderem den Vorsitzenden der Bischofskonferenz Zollitsch durch die Ausstellung. Ein Highlight ist der Brief des Paulus an die Römer. Mit den insgesamt 800 Exponaten zeigt die Ausstellung, wie das Christentum nach Europa kam und sich insbesondere in Nord- und Osteuropa ausbreitete. Auf den Spuren von Missionaren und Kaufleuten sowie mächtiger Herrscher werden wichtige Etappen dieses etwa 1000 Jahre umfassenden Prozesses thematisiert. Es geht von der Verbreitung des Christentums im Römischen Reich über die Christianisierung Galliens, Irlands und Angelsachsens bis hin zur Erschließung Skandinaviens, Polens und der Mission im Baltikum. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. November.